Hey, salut miteinander, schön, dass wir wieder da sind. Wenn ihr auch wissen wollt, wie es weitergeht bei der Pflanze im dritten Jahr, müsst ihr dranbleiben. He? Und sonst weiterklicken. Ich schaue jetzt, was läuft. Heute tue ich jetzt hier noch ein bisschen die Kante schneiden, dass es nicht scharfkantig ist, sondern mehr ründlich, also rund. He? Ja. Da vorne noch ein bisschen. So. Eine Feile ist jetzt nicht die beste. Ist zu fein. Ich habe keine andere gehabt. Ich wollte nicht extra noch eine spezielle Feile kaufen für das. Vielleicht später, wenn es mal mehr wird. Diese Sachen. Ja. Kommt so schön flach abschleifen. Dann sieht das so aus, he? Dass das hier schön rund ist. Dann kommt hier jetzt noch eine Paste drauf. Beziehungsweise eher eine Knetmasse. He? Ein bisschen rausnehmen. Ja, das dürfte etwa länger. Das Zeug da schön wegkneten. Ein bisschen flach machen. Fingerkuppe so. Dann kann man das da oben drauf tun. Dass das auch wirklich schön zu ist und es besser soll verheilen. Mal schauen, ob denn hier ein Unterschied ist. Und wie lange das es hält, ist auch eine Frage. Wenn es immer die Witterung draußen ist, also beziehungsweise in der Sonne. Ja, dann schauen wir mal. Und hoffe, dass das hier gleich wachsen tut. He? Das mache ich jetzt beim anderen hier auch noch mal. Ich tue jetzt hier noch mal ein Stück abschneiden. Ja, man sieht schon, wo es vertrocknet ist. He? Da tue ich mit dem Fall jetzt auch gerade weg. Da geht er sowieso nach oben. Da ist noch mehr. Da ist es immer noch vertrocknet. Nehmen wir noch mal ein Stück weg. Jawohl, jetzt ist es gut. He? Nehmen wir das ein bisschen ab. Anschrägen. Dann mache ich das jetzt genau gleich mit dem anderen. Bei dem hier unten mache ich es auch noch. Dann schneide ich hier noch mal ab. Dann kürze ich zurück bis hier oben, dass es hier unten raufkommt. Bei diesem Übergang hier habe ich auch weggeschnitten. Man sieht, es ist immer noch brünlich. Das ist alles noch eigentlich abgestorbenes Zeugs. Das will ich es einfach auch mal abgeschnitten haben. Jetzt soll ich das noch weiter feilen, dass das rauskriege. Mal schauen, wie tief das geht. He? Dass das auch schön kann abdecken nachher, da, dass es einen Ast gibt. Prima. Hat es jetzt weggekriegt. He? Ist eine Vertiefung geworden. Da. Ist ein bisschen hohl. Jetzt tue ich das überall. In diesem Fall mit dieser Paste, mit dieser Knetmasse zumachen. He? So störende Nebengeräusche drin sind, habe ich nichts dafür. Im Haus wird saniert nebendran. Und das verursacht die komischen Geräusche. Gut, warum zeige ich sie wieder? Aufgrund des letzten Rückschnitts, den wir gemacht haben, haben wir jetzt doch schon einige Veränderungen feststellen. Dass hier jetzt wirklich schön am Auswachsen ist. Ja, auf der anderen Seite ist es auch am Auswachsen und der hier geht in die Höhe wieder rein. Das heisst, auch an anderen Stellen treibt es aus. Auch länger, wo es am Wachsen ist. Der hintere, der geht hier jetzt auch wieder in die Höhe rauf. He? Da ist unten nichts gewachsen bis jetzt. Das heisst, jetzt tun wir hier gerade wieder eine Veränderung vornehmen. Und zwar mache ich das diesmal so extrem, dass ich das hier komplett wegnehme. Der Trieb, der hier nach oben geht. Ja. Das hier tue ich auch noch mal schnell ein bisschen lösen. Das muss ich auch wegnehmen, das brauche ich nicht. So. Das heisst, ich tue jetzt den ganzen Trieb hier wegnehmen und tue dann den hier ein bisschen anders zweckrichten. Hier dazu nehme ich so eine Zange, so eine Konkavzange und tue das hier
wegnehmen. Und auf diesen Schnitt mache ich etwas von diesem Knett drauf. Seht ihr sicher nette Masse. Es ist so eine Bonsai-Knette Masse. Ich nenne sie jetzt einmal so. Und tue die hier auf der Seite dran. Das soll besser verheilen. Hat ja jetzt bis jetzt nie wirklich schön ausgesehen, nachdem ich es abgeschnitten habe. Das probiere ich jetzt so zu verbessern. Wo die Pflanze grösser wird, wo man es mehr sieht, damit ich nachher auch ein schönes Wachstum habe, ja, für die Pflanze. Jetzt habe ich die hier ein bisschen aufgerichtet, sieht ein bisschen seltsam aus, so ein Knick nach oben und im oberen Bereich. Hier haben wir einerseits den hier unten, der offen wächst, den lassen wir so. Hier zwischeninnen, wo etwas wieder rauskeimen will, das möchte ich so nicht. Das hole ich hier weg. Ein Blättchen und eine Knospe. Das Blättchen habe ich weg. Die Knospe die kann man einfach auch wegknicken. So, mit dem Blättchen auch gegangen. Und auf der anderen Seite, hier, hier sehen wir, dass der hier einerseits unten aufwächst und der oben. Ich möchte ja eher, dass der hier rein wächst. Nach oben, und das ist wunderbar, wie es jetzt kommt. Das heisst, da kann ich den hier auch wegnehmen, hier im Moment. Hier, wo ich sie oben geschnitten habe, mache ich hier genau das Gleiche. Hier schneide ich und mache auch dort von dieser netten Masse drauf. Noch ein bisschen runterknicken. Dann so. Dann kann das Ganze jetzt hier an dem weiterwachsen, wo ich hier jetzt schon rausgekriegt habe, dass der hier rauskommt. Schön da drum legen, ein bisschen andrücken. Jetzt weit offen, ich will ja da oben, dass der hier auch dicke Wachstum macht. Ja. Dem, der hier oben kommt. Einer, der hier rausgekommt ist jetzt, der rauswächst, raussprießt. Einer, der hier rauskommt, dann hier einer. Und der, der hier nochmal weitergekommen ist, wo ich es schon abgeschnitten habe. Also, das heisst, jetzt tue ich das so machen. Den hier auch wieder wegnehmen. Zuerst der Draht. So. Nimm wieder die Zange. Tue hier unten. Ungefähr, ja, ja, habe ich jetzt nachgeschnitten. Mach ein bisschen offen. Ja, ist gerade so gegangen. Das werden wir sehen, ob das jetzt langt oder nicht. Oder ob es das verletzt hat. Das wird Zeit zeigen. Auf jeden Fall kommt jetzt hier auch gerade von dieser knappen Masse drauf. Das werden wir jetzt herausfinden, wenn man etwas zu knapp abschneidet. Ja. Schön drum machen hier. Dann hätten wir jetzt in einem Fall noch die und die, weil da geht es nach oben, da geht nach innen. Und das große Blatt, das hier noch dran hängt, dort wo es jetzt rausgekeimt ist, das tue ich jetzt das Blatt gerade mal ein Stück weit abschneiden, dass da weg ist. Nicht allzu nah, weil jetzt, dass wir den noch verletzen hier. Das geht dann mit der Zeit selber ab, aber den können wir jetzt so schön überwachsen lassen. Ja, dann lassen wir den so überwachsen. Den hier lassen wir auch rauswachsen. He? Der darf ruhig auch nach oben wachsen hier noch. Nein, nein, stimmt, weil sonst wird es zu viel. Den will ich ja schon nach oben haben, den noch über, aber vorerst lassen wir es mal. Ich tue den später eventuell den noch wegnehmen. Mal schauen, wie das sich hier verhaltet, wachstumstechnisch. Man kann ja immer noch abschneiden. Lieber zu wenig mal abschneiden als zu viel. Und ganz im hinteren Teil, da sehen wir auch noch, da ist auch noch ein grosses Blatt dran, das hier auch rausgewachsen ist, nachdem ich es hier geschnitten habe. Das heisst, auch hier hinten schauen wir schnell näher ran. Bevor wir das aber machen, schneide ich hier schon einmal
das Blatt hier ab. Das große Blatt kommt weg. Ebenso das große Blatt, das kommt auch weg. So. Und jetzt schauen wir das einmal an. Wir haben einerseits den, der hier rauswächst, den, der hier offen kommt und den, der hier wieder rausgetrieben ist, wo ich es schon mal geschnitten habe. Und ganz unten kommt noch mal einen kleinen Austrieb. Ja, man sieht es dort, das Spitzchen. Also, und jetzt mache ich es so, die ganze Kraft setze ich jetzt in die anderen zwei Austriebe auf der Seite und du auch hier mit dieser Zange die obere, dickere, wo ich schon einmal etwas geschnitten habe, auch wegnehmen. So, jetzt sehen wir schon, wie das jetzt saftet wieder. He? Hier, wo es saftet, tue ich vorher zuerst ein bisschen abtupfen. He? Ja. Und dann machen wir auch hier ein bisschen nette Masse drauf. Ja, so ein bisschen flach drücken. So, drumherum, dass das schön zu ist. Gut, jetzt können die hier. Jetzt kann der so weiter wachsen. Wir haben ja den hier so, dass der hier von der Seite rüberkommt. Hier kann jetzt der hier nach innen wachsen, nach oben dann. Und der kann hier ein bisschen nach außen, dann gibt das hier ein bisschen geschlossenes Gebilde wieder. Und da unten haben wir auch noch Austriebe dran. Ah, wir sehen, hier und da unten, solche Sachen tue ich euch nicht immer zeigen. Das wollte ich jetzt wieder mal eins als Beispiel zeigen. Die tue ich dann einfach abnehmen mit dem Finger, so dass das hier nicht auch noch weiter rauswachsen tut. Auch hinten dran, hinter dem Draht, man sieht es nicht. Ist auch noch etwas, was rauswächst. Das will ich nicht dran. Hier soll der Stamm, ja, in diesem Bereich hier, soll der Stamm frei bleiben, dass man hier den Stamm sieht, so wie ich den hier so speziell verdrüllt habe, ineinander rein verdrüllt, dass der auch so sichtbar bleibt hier unten mit dem Stamm, mit dem ganzen Gewirl. Und erst oben durch dann, ja, wie hier, habe ich jetzt auch wieder einen gerade, ist ja gerade eins weg muss, im hinteren Teil von meinem Finger. Ja, man sieht es nicht. Da muss ich schauen, der geht nicht so gut weg. Da muss ich mit dem Nagel dran. So, jetzt ist er weg. Das hier sieht auch nicht so schön aus, wenn wir das jetzt anschauen. Das hier ist auch nicht schön. Wenn ich jetzt schon mal dran bin, dann mache ich das gerade. Dann tue ich auch hier probieren, ein Stückchen wieder abzuschneiden. Jetzt muss ich schauen, dass ich das nicht verletze irgendwie. Ja, wie mache ich das? Hier ein Stück weiter mit meinem hinteren Teil an. So, man muss immer ein bisschen weniger schneiden. Wenn die konkav ist, die geht nach innen. Das heisst, wenn ihr jetzt knapp dran geht, schneidet sie tiefer rein. Was mir vorher eben fast zum Verhängnis geworden ist, wahrscheinlich, dass ich dort eben zu knapp abgeschnitten habe. Und hier saftet nichts raus. Hier sieht es trocken aus. Ist gut, wenn es nicht bis ganz rausgekommen ist. Dann kann ich jetzt das wunderbar schön zumachen. Und ich auch hier ein Stück von dieser Knetti-Masse drauf. Ja, die mache ich so. 2 bis 3 mm ist jetzt hier nur dünn. He? An anderen Stellen habe ich es ein bisschen dicker genommen. Individuell halt, ja. Wie es mir gerade in der Hand liegt. Also schön Draht drücken, zumachen. Dann wird das sicher auch etwas werden. Gibt es da auch noch etwas zu erkennen? Wir haben hier, sehen wir. Hier haben wir auch einen Austrieb. Den möchte ich hier auch nicht dran haben. Sonst wird der ganze Ast ein bisschen schwer, wenn das dort dran auch noch rauswächst. Weil der ist jetzt schon, so lang von hier hin. Dann ist das Ganze dran. Hier wird es ein bisschen stabiler werden, das Ganze mit dem Gewicht. Dann. Es hebt sich ein bisschen. Aber der hier, in diesem Bereich, ist im Moment, finde ich, zu viel dran. Das reicht, wenn ich den hier jetzt einfach nur noch mal rauswachsen lasse und dann mal schaue, was da weiter mit dem passiert. So, jetzt, wenn er hat, also jetzt kommt er wieder nach oben.
Hat auch riesengroße Blätter. Gegebenenfalls, genau das könnte man jetzt gerade machen. Ich tue jetzt hier gerade mal im unteren Teil, das heisst Wachstum. Ja, hier tropft es jetzt gerade raus. Wir sehen das Weisse. Hier saftet es ziemlich heftig raus, weil das gerade hellgrün ist und das Wasser mehr transportiert wird. Da hier unten nehme ich auch noch gerade weg. So. Also ein Boden tropft hier aufs Holz. Ja. Die hier noch ein bisschen abtupfen. So, das lenkt im Moment. Ja, da haben wir die anderen drei Blätter. Die lasse ich so, dass das hier weiter wachsen kann. Ja, vorerst. Lassen wir es mal, machen wir später mal weiter wieder. Schauen wir mal, was da weiter, wie das weiter wachsen soll. Ja. Das gehört nicht hier dazu, das ist der Pfeffermünz. Da ist auch schon ziemlich buschig gewachsen. Aber wir sehen, es fährt langsam jetzt auch sprießen an verschiedenen Stellen. Ja, unten sehe ich noch nicht, das macht nichts, soll oben sprießen. Das ist gut. Entschuldigung für den Lärm. Ruhigen Moment zu finden ist nicht einfach, wenn man den Tag nicht nur planen tut, mit warten, bis es ruhig ist. Die Massnahmen hier, bis jetzt alles bestens. Austrieben ist noch nie nichts. Die Spitzel, die gekommen sind, sind wieder eingegangen, weil es zu kalt war. Der Frühling ist es irgendwie sowieso kälter als letztes Jahr, in den letzten zwei Jahren, wenn ich mich erinnern kann. Da bin ich immer auf Velotour unterwegs gewesen. Bei dem nächsten jetzt dann auch noch unterwegs. Jetzt haben wir dann eine Monat Pause hier, wo ich nicht filmen tue, weil ich unterwegs bin wegen dem Krach hier. Aber das Austreiben ist hier noch nicht. Schauen wir noch die anderen an. Mal kurz da drauf. Den haben wir ja erst gerade angeschaut, vor nicht allzu langer Zeit. Ganz leicht. Ist hier ein bisschen weiter austreiben, aber mehr auch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt nach innen. So, sind wir jetzt drin. Ja, sieht leer aus. Ja, Sanierungen, deswegen weg. Ich muss da auch räumfreie Raum haben. Ja, super. Aber zurück zum Thema. Schön grün am Wachsen. Wunderbar. Treibt auch an der Spitze wieder neu aus. He. Das, was ich gemacht habe, hier auch. Ah, stimmt, das ist mir noch aufgefallen hier. Bei dem hier sehen wir, dass das hier eine leichte Risse bekommt. Das heisst, jetzt tue ich hier einfach ein bisschen wieder das wegnetten und wieder zudrücken. Muss man nicht drunter schauen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn es so aussieht. Dann ist es wahrscheinlich am Verwachsen. Weil wenn etwas wächst, braucht es Platz und wenn jetzt das hier mehr Platz braucht, dann sprengt es das irgendwann und reißt. So ist das. Jut. Jawohl, und die andere hier noch, die schauen wir von da innen an, wo sie gerade steht im Moment, vorübergehend. He. Die hat schon auf der einen Seite Riesenblätter. Der Trieb ist auch ziemlich lang gewachsen. He. Dass man dann mal einmal entweder abschneiden oder richten tut, aber ja. Ich lasse es jetzt mal wachsen. Wächst überall raus. He. Das hier wächst auch schön weiter, wo wir hier geschnitten haben. Bin ja gespannt. He. Auch hier hinten, der wächst ganz stark nach oben. Ich habe es jetzt auch so gedreht, dass sie gegen vom Fenster wegschaut. He. Wenn ich dann hier monat weg bin, he, bin ich gespannt, wie das aussieht, wenn ich zurückkomme. Das wird ja gewachsen sein, ich denke, wie wahnsinnig. He. Mal schauen. He. Juhe, ihr seht hier, an Pflanze geht es nicht gut. Das hat einen Grund, einen speziellen Grund halt. Ich bin eine Zeit weg, jemand anderes hat für die Wohnung geschaut und leider ein Zimmer vergessen, reinzuschauen. Und in diesem Zimmer ist die Feige gestanden. Und ja, wenn die fast einen Monat, über einen Monat kein Wasser bekommt, ist das vertrocknet. Jetzt tun wir hier mal zurückschneiden.
Da ist einiges trocken. Wenn wir hier mal das Ästchen wegnehmen, sehen wir, dass das hier total vertrocknet ist. Das Einzige, was mir jetzt gerade auffällt, aus der ganzen Zeit ist gesehen, sie duftet extrem nach dem speziellen Geschmack, den ich immer bei diesen Feigen feststellen konnte, bei diesen Bäumchen. Ja, und jetzt schneide ich den mal so zurück, bis ich wieder irgendwo vom Holz vielleicht auf Fichtholz komme. Mal schauen, ob der da irgendwo noch Wichtigkeit drin hat. Wenn nicht, dann wird er ausbuddelt. Also, ich schaue mal. Ich schneide mal das Zeug zurück. Da. Ich habe jetzt ziemlich zurückgeschnitten. Wir können hier sehen, es sieht aus, als wenn das ziemlich weit rein, ja, einfach vertrocknet wird, aber es fühlt sich immer noch mehr oder weniger gut an. Aber ja, ich habe ziemlich zurückgeschnitten. He? Wenn man so angeht, ist er noch leicht weich, knackt erst, wenn man mehr zusammendrückt. Das habe ich gemerkt, als ich es ausprobiert habe mit abgeschnittenen Stückchen. He? Innen drinnen sehen sie doch noch relativ gut aus, he? Mehr oder weniger. Ich halte ihn jetzt immer wieder ein bisschen feucht, lasse ihn hier stehen, wo er nicht in der Sonne ist. Da habe ich Blätter, die schon fast gel sind. Und ich habe Blätter, die noch ein bisschen grün sind. Und hier probiere ich mal etwas aus, he? Weil die duften so gut. Ich mache mit dem mal einen Tee. Die tue ich ein bisschen einschneiden, mache sie in eine Blütenlinie, in die Säble rein und mache hier mehr einmal einen Feigentee. Mal schauen, wie das schmeckt, ob das gut ist. Ja, also mal schauen, ob das noch mal kommt oder nicht, das ist die Frage. Oder ob es besser wäre, noch weiter zurückschneiden, wäre schade. Ich würde gerne zwei Verzweigungen hier behalten, dass ich einmal hier austreiben kann. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, dass das nicht mehr wird. Sollen doch noch weiter zurückschneiden. Wenn ich so dran Riss habe, dann eben auch noch die Wurzeln sind noch eigentlich gut sein. He? Ich tue hier jetzt einfach ein bisschen von dieser Paste drüber, die ich noch habe. He? Die Bonsai-Knett mache ich hier drauf, mache das hier zu. Ja, und dann schauen wir einmal. Lassen noch mal eine Weile stehen und hoffen, es kommt wieder. Wenn nicht, dann ist halt ja, schade gewesen. He? Dann kommen wir mal zu diesem Feigenbaum, der da unten in diesem Topf drin ist. Da sieht man, dass der schon doch ziemlich gewachsen ist. He? Überall an den Stellen von vorher her, wo es noch nicht so lang war. In diesem Monat ist er ziemlich gewachsen. Und dann hätten wir auch hier noch wieder was Neues sehen können. Es hat wieder verrissen. He? So wie vorher her. Okay, jetzt auch nicht rum. So, jetzt sieht man es ganz gut. He? Ist also wieder gerissen. Dann mache ich das gleiche, wie ich es sonst auch gemacht habe. Das tue ich dann einfach wieder von Hand zudrücken. Gar nicht reinschauen. So. Das ist bei beiden Stellen so wieder ausgerissen. Dann schauen wir mal, da ist schön weiter lang gewachsen. Hier oben ist etwas rausgewachsen. Das hier. Hier will ich nicht drauf. Das kommt dann weg. Der hier kann aufwachsen. Der hier war auch am Weiterwachsen. Der soll wachsen. Den drücke ich dann mal einmal über. Also so überbiegen. Ja, das lassen wir auch. Moment mal. Ja, ich mache jetzt das einfach. He. Dann zeige ich jetzt, was ich da mache. Hier ist auch etwas am Auswachsen. He. Das knicke ich auch gerade ab. Denn. Hier will ich auch nichts weiteres dran haben. Der hier. Ja, der hier lenkt. Ja, das Zeug hier, wie ich gesagt habe, wo überall drauf gegangen ist, will ich so machen. Hier bin ich jetzt am überlegen, soll ich schon nicht. Ich mache das genau. Das heisst, hier tue ich den unteren, den langen,
nehme ich jetzt weg und lasse nur den hier wachsen. Ja, der kommt weg und den hier lasse ich hier wachsen lassen. Ja, das hier weg. Dann mache ich hier nachher den auch. Mit ein bisschen Pasten an. Ja, wo haben wir es geschnitten? Hier sieht man die Stelle. Ja, tue ich hier noch ein bisschen schöner abschneiden, ein bisschen mehr bündig. Dann mache ich dort auch von der Paste an, die ich hier habe. Ah, im unteren Bereich. Hier wächst auch etwas raus. Das will ich auch nicht. Das kommt dann auch weg. Das wäre es dann so im Groben und Ganzen gesehen. Den Rest lasse ich, wie es ist im Moment. Jawohl. Was ich jetzt aber dann auch bei allen mache, ist, im oberen Bereich, wo es wieder rauswachsen will. Ich mache es schnell so, damit der Scher zum zeigen. Im oberen Bereich, wo es rauswachsen will, tue ich wieder die Knospen, abschneiden, dass es nicht hier wieder rauswächst, sondern weiter hier Energie reingeht, dass es dicker wachsen tut und nicht länger. Ja, das war es dann für den. Dann gehen wir zum Feigenbaum. Die Feigenbäume, die draußen sind, haben einen grossen Topf. Ich habe einen zweiten gleich hergestellt. Dass er mehr Wasserspeicher abhalten kann. Irgendwie. Das ist da, wo wir uns zugeklebt haben. Das sehen wir. Das ist darunter am Verwachsen. Irgendwie. Es hat schon leichte Risse gegeben. Da müssen wir einfach wieder ein bisschen zudrücken. Dann treibt er langsam aus. Er will nicht wirklich austreiben. Warum auch immer. Aber er scheint es auszutreiben langsam. Da ist mal etwas gekommen und wieder eingegangen, aus irgendwelchen Gründen. Ja, aber sonst nirgends so. Dann schauen wir noch den anderen an. Dann wäre der hier in diesem Küppel drin, den wir auch abgeschnitten haben. Dann schauen wir mal an, der gewachsen ist. Unglaublich. Das ist hier, wo wir ihn zugemacht haben mit dem Knit, mit dem Kittmasse. Ja. Und der ist hier. Massiv überall rausgewachsen. Ja. Mehr als einen halben Meter ist der gewachsen. Ja. Der ist richtig gut gewachsen. Da. Wahnsinn. Lass ihn jetzt mal so weiter wachsen. Ich schaue jetzt gerade noch schnell so drauf, welche Triebe ich dann wegnehmen wird. Das gibt einen Trieb, der nach oben geht. Das da gibt einen Haupttrieb, der wieder nach oben geht. Ja. Das auch. Ja, jetzt lasse ich sie noch mal wachsen. He. Und tue sie dann im Herbst wieder abschneiden. Das soll noch mal austreiben, da, so wie er jetzt gerade am Wachsen ist. Der ist wunderbar gewachsen. Da. Ja, zuerst hat es ausgesehen, als wenn es gar nicht mehr wachsen. He. Aber die Dinger he, sie haben sich jetzt weiterentwickelt. Es kommt doch langsam etwas da. Auf dem anderen Teil hier. Sich auch am Austreiben langsam. Wahrscheinlich hat er einfach auf mehr Wärme hier gewartet. Keine Ahnung, auf was er gewartet hat. He. Der andere war ja schon viel mehr am Austreiben gewesen. Aber, ja, es wächst. Das ist die Hauptsache. Das ganze Bäumchen. Da darf ich noch ein paar Blätter dran kriegen. He. Ich muss hier eingreifen unbedingt. Das wird mir einfach zu gross. Es wächst nicht dort, wo ich überall hin will mit dem. Wenn zum Beispiel, wenn wir es mal reinschauen, hier wo wir es geschnitten haben. Da haben wir schön seitlich wieder einen neu auswachsenden, den ich dann richten kann. Einen, der nach oben geht, den kann ich dann nach oben. Und den kann ich dann nach oben richten. Was mir jetzt aber nicht gefällt, ist der, der nach oben geht. Das heisst, den werde ich jetzt entfernen. Dann habe ich hier innen noch drei kleine einzelne, die wachsen. Da tue ich den hier oben und den hier. Moment, ich mache das jetzt gerade. Sorry. Dann tue ich den hier. Den hier. Und. Ja. Dass es auf der anderen Seite ein bisschen dazu kommt. Den hier. Auch entfernen. So.
Dann habe ich gesagt, der hier oben. Ich muss schnell grob abschneiden. Jetzt sehen wir auch gerade, wie gross das da ja schon geworden ist. Und jetzt kann ich hier besser dazu. Moment schnell, mit einer Hand. Da ist im Moment der Quach bei mir dauernd. Das auch noch entfernen. So. Was ich jetzt hier noch machen tue, ist, mit einem scharfen Messer wieder, also das ein bisschen nachbearbeiten. Ja. Das tue ich nachher noch besser mitmachen mit beiden Händen. Dann haben wir den hier. Da wächst einer oben rauf, das ist gut. Dann der hier, der hier auf der Seite rauswächst, wird die eigentlich nicht unbedingt. Okay, ich mache mal und stelle hier ab, das ist wieder Lärm. Ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Jetzt geht es weiter. Ich habe die bereits zugeklebt, wenn man so dem sagen soll. Und jetzt überlegt, ob ich den dann übernehme oder den. Und ich habe mir überlegt, dass ich den hier übernehme und den hier noch abschneide, dass es Platz für das hier unten gibt. Sonst hängt das hier im Weg. Dann hat das hier unten mehr Platz. Und der grosse hier, der oben rauskommt, nehme ich auch noch weg. Jetzt ist die Maschine auf der anderen Seite. Das mache ich jetzt auch noch. Okay, das wäre jetzt auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, wenn man es nass macht, Finger, dann kann man das besser anformen, ohne dass es gross kleben bleibt. Es bleibt leicht kleben. Und dann geht das und es wird irgendwie gerade härter. Das zu dem. Jetzt sieht es etwas komisch aus, weil wenn der hier unten buschiger wächst, dann hat das natürlich keinen Platz mehr. Im Moment sieht es komisch aus, was man den hier vielleicht, wenn man den wegnimmt, sieht, da ist noch ein einzelner. Aber ich lasse es so. Das kann man dann mit dem unterrichten. Und beim unteren kann man auch noch etwas sehen. Gehen wir noch ganz runter. Da sehen wir, wie das hier schon gerissen ist. Und hier wieder rauswachsen will, dann nehme ich das gerade weg. Das soll nicht rauswachsen. Und dann das hier wieder zudrücken. Ja. Ganz weg mit dem. Wieder schön anpressen, dass es wieder dicht ist und weiter gut verheilt. Ich lasse das einfach einmal so. Hier oben, wie ich mir auch mal überlege, da wächst nichts raus. Den hier noch abschneiden, aber im Moment lasse ich es einmal. Ich habe jetzt hier schon genug Traum geschnitten. Dann wäre es das gewesen, einmal für den hier.